Tabak? Hab ich noch. Aber Sie denken, ans Rätselheft, klar. Tee? Zwei Beutel, bitte. Für ihn. Tabak? Hat er noch. Dann macht's 4,20. Morgen, Frau Hanna. Morgen, Herr Sebett. Pünktlich wie immer. Fällt mir schwer genug. Gehen Sie her. Na, das ist in Ordnung. Mach schon. Tee für Herrn Hoch? Ja, zwei Beutel wie immer. Schinken ist alle. Tut mir leid. Der Lieferant kommt erst mittags vorbei. Aber Frau Hanna. Aber Frau Hanna. Morgen, Frau Hanna. Morgen, Herr Hoff. Haben Sie wenigstens gut geschlafen? Ja, danke. Sehr gut. Ist was? Fragen Sie mal Ihren sonnigen Frühstücksgefährten. So. Ja, danke schön. Kein Schinken. Seit 2 Jahren hat er jeden Dienstag und Freitag pünktlich um 10 sein Frühstück auf dem Tisch. Und wenn einmal kein Schinken da ist, dann schmollt er wie ein Dackel, dem man Knochen klaut. Die Pökelzunge ist ein Gedicht. Herr Siebert mag eben ihren Schinken mehr als ihre Zunge. Schauen Sie mal, den habe ich gestern gekauft. Ist der nicht aufregend? Für Sie selber? Mhm. So schaurig. Ist doch viel zu dunkel, Frau Hanna. Habe ich ja geahnt. Morgen. Sie haben heute aber länger gebraucht. Länger? Wozu? Für den Weg zum Kiosk. Wirklich? Ah ja. Das könnte sein. Habe ein paar Scherze mit der Zeitungsfrau gemacht. Spielen wir heute Abend eine Partie? Heute, wo Sie Spätdienst machen? Oh, wird bestimmt nicht allzu spät werden. Schönes Beamtendasein. Mittags zur Arbeit, abends frisch zum Billard. Zweimal in der Woche. Sie sind doch besser dran. Sie könnten es alle Tage. Klar. Zeit habe ich genug. Aber das Geld wird langsam knapp. Haben noch ein paar Tausend auf dem Konto. Na dann.
Das Rieslef ist auch teurer geworden. Hm. Alles wird teurer. Einmal exklusiv und einmal Streichhölzer. Ja, 4,5 Ja, Hoff? Okay. Ja, komm gleich rüber. Das Spiel war heute ganz anders. Riskanter. Ja? Aber sonst bin ich wie immer, was? Scheint zumindest so. Wissen Sie eigentlich, dass ich Spiele nicht ausstehen kann?
Aber vom Billardtisch sind Sie nicht wegzukriegen. Billard ist ja kein Spiel. Das Spiel ist, wenn der Zufall mitmischt. Welche Karten Sie zufällig bekommen. Oder wie der Würfel zufällig fällt. Das ist Spiel. Beim Billard gibt es keinen Zufall. Man kann jeden Stoß vorher genau berechnen. Und wenn es daneben geht, hat man das falsch gemacht. Dann liegt es an einem selber. Prost. Prost. Ist die schon von morgen? Ja, die Ausgabe ist für Freitag. Danke. Bitte. Hey, starren Sie mir keine Löcher in die Wand, das ist frisch renoviert. Trinken wir mal. Aber ich habe doch gar nicht bestellt. Nein, aber ich habe. Prost. Prost. Hm. Ihr seid schon ein komisches Pärchen, Sie und der Hoff. Wir sind überhaupt kein Pärchen. Eben. Deshalb ist es ja auch so komisch, wie Sie sich öden ohne ihn. Warum gehen Sie nicht mal zu fremden Leuten an den Tisch und reden einfach drauf los? Das kann ich nicht. Das mag ich auch gar nicht. Mit Ihnen unterhalte ich mich schrecklich gern. Haben Sie denn gar keinen Kontakt mehr zu Ihrer geschiedenen Frau? Wer es mir lieb ist. Ihr fällt mir telefonisch immer zu auf die Nerven. Wenn unsere Tochter nur einen schiefen Pup gelassen hat, dann macht sie mir Vorwürfe. Abend, Frau Hanna. Guten Abend. Abend, Herr Siebert. Guten Abend. Ach, das ist aber nett, dass Sie noch vorbeischauen. Wollen Sie ein Bierchen? Ja. Und zwei klare. Also. Na, fabelhaft. Zwei graue Mäuse geben nicht unbedingt ein Pärchen, aber im Käfig wird's lustiger.
Aber heute Tabak. Bitte ja, ich bin am Ende. Für mich bitte Tee. Zwei Beutel Weber. Bitte. Fröhliche Schaffen, Herr Wachtmeister. Morgen, Herr Siebert. Schmeckt's? Hm. Morgen, Hanna. Morgen, Hoff. Sie kommen ja auf die Sekunde. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben gerade die Witwe vom Zeitungskiosk jeden Tag ein bisschen länger. Ist das wirklich? Reine Verleumdung. Mhm. So, da haben Sie Ihr Brennholz. Dankeschön. Und die Zeitung, bitte. Heute größerer Einkauf? Ja, war wieder mal nötig. Herrgott, wie ich mich auf das Frühstück gefreut habe. Bitte drehen Sie zurück. Bitte zurück. Also mit diesem Schinken macht sie wirklich wieder alles gut, was sie Dienstag gesündigt hat. Wollen Sie wirklich nicht versuchen? Nein, nein, danke. Steigen Sie ruhig voll ein. Wissen Sie was, Siebert? Wenn Sie mal pensioniert sind, dann können Sie sich ja ein Schwein halten. Ich halte mir dann eine Biene. Kaffeestüppchen? Ja, der ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Meine Frau hat mir nie ein vernünftiges Frühstück hingestellt. Wenn sie diesen Reformhausquark auf den Tisch brachte, dann muss ich... Also, ich hätte denen wohl nicht sagen sollen, wo ich Dienstag und Freitag frühstücke. Ja, das war ein Fehler.
Siebert, was ist denn los? Was? Ach, das noch. Ja, ja, ich komme. Besegne das Wochenende. Wir können nicht weit von hier. Opfer? Keine, eine ganz sanfte Sache. Das ist der Kassierer, Herr Kommissar. Habe ich was falsch gemacht? Ich hätte ihm doch noch ein Schinkenbrötchen mitgeben sollen, was? Naja. Er ist ja in keinen großen Krieg gezogen. Der bleibt uns bestimmt erhalten. Kein Wort hat er gesagt. Er hat mir einen Zettel zugeschoben. Geklebte Buchstaben. Dies ist ein Überfall. Das war alles. Sie gehen wohl übers Wochenende wieder fischen, was? Ja, ja. Und wie sah er dann aus? Dunkelblauer Nylonmantel, darunter ein gelber Rollkragenpullover. Auf dem Kopf hat er eine Sportmütze. Ich glaube, braun oder grün oder irgendwas dazwischen. An den Händen hat er helle Stoffhandschuhe. Und das Gesicht? So um die 30.000. Mehr hat er nicht erwischt. Da haben wir noch Glück gehabt. Und für 5.000 waren präparierte Scheine dabei. Ich habe sie ihm untergeschmuggelt. Großartig. Und die Nummern sind registriert? Ja, die Liste wird gerade rausgesucht. Und die Scheine waren chemisch präpariert? Wir haben immer einen Stapel daliegen für solche Fälle. Fantastisch. Sind Sie fertig? Ja. Kann ich das mitnehmen? Bitte. Danke. Unauffälliger Mann. Glatt rasiert. Völlig bartlos. Brille. Dann haben Sie sich eigentlich ganz tadellos. Keine Poniergehabe, nichts Ungeschliffenes. Ganz ruhige Bewegung. Sie scheinen gut zu beobachten. Das ist das Fahrradschloss, Herr Siebert. Hat er draußen um die Holme der Eingangstür geklemmt. Wir mussten das aufkneifen. Wenn die Fotos fertig sind, dann stellen Sie mal den Hersteller fest. Wie gut, dass Sie die Nerven behalten haben. Die spüre ich erst jetzt. Wissen Sie, wir haben nämlich die Anweisung, wenn Menschenleben gefährdet sein könnten, anstandslos das Geld rauszugeben. Na. Sie wohnen in Karlsruhe. Welche Straße? Danke. Sie könnten wohl jetzt einen Schnaps vertragen. Tja, das glaube ich auch. Wenn Sie gegen 5 bei mir im Büro sein könnten. Reicht das auch? Gut. Einschreiben, bitte. Doppelter Wodka, bitte. Sofort. Ist hier noch frei? Wie lange muss ich schaffen, um das zusammenzufassen? Sie haben doch kein Glück zu hören. Die soll alles abgesperrt haben. Aber der ist doch längst aus der Stadt. 6 Häuserburg weiter. Solche Bankfilialen, da ist doch nichts zu holen. Wenn man draußen vor der Straße. Das ist eine Frechheit, eigentlich den Wagen da einzubrechen. Der Wodka, der Herr. Und der ist von mir, Herr Langer.
Auf den Schreck. Dankeschön. Prost. Da will ich nicht klar werden. Zahlen bitte. Was sagen Sie zur Derzeichnung? Nichts. Kann ich nichts dazu sagen. Ich habe ihn so kurz angesehen, da habe ich eigentlich nur auf die blöde Kleidung geachtet. Verbänden. In Karlsruhe wurde in den Morgenstunden ein Bankraub verübt. Dem Räuber, der den Kassierer mit einer Schusswaffe bedrohte, fielen etwa 30.000 Mark in die Hände. 31.500, mein Junge. Ich mäste Sie und Sie lassen mich am ausgestreckten Arm verhungern. Ich bin eine Frau und Frauen sind verdammt nochmal neugierig. Was soll ich Ihnen sagen? Das war kein kleiner Ganove, der mal Geld brauchte. Das war ein intelligenter Junge, der alles gut überlegte. Ich glaube, Herr Siebert könnte was vertragen. Zwei doppelte Klare, bitte. 30.000. Ein Stundenlohn für einen Bankräuber ist das mäßig. Der Kerl ist neu in der Branche. Den Trick mit dem Fahrradschloss hatten wir noch nie. Und das hätte ihm 1 bis 2 Minuten Vorsprung verschafft. Was so einfach, dass es schon beinahe genial ist. Was ist denn dran? Ja. Viel Glück haben Sie heute nicht. Was heißt hier Glück? Ich bin unkonzentriert. Glauben Sie, dass Sie ihn schnappen? Ach, ich denke schon. Der Bankkassierer war geistesgegenwärtig. Na, wie fabelhaft. Ja, ja, hat im Paket chemisch präparierte 100-Markscheine eingepackt. Ja, ich bin heute auch nicht gut. Machen wir Schluss. Mist. Das habe ich gefunden, du Arsch! Seit wann ist es verboten, dass man sich Sachen aus der Mülltonne unter Nagel reißt? Und die Mütze? Gefällt sie dir? Schenke ich dir. Der habe ich gefunden oder an der?
Der Trick mit dem Fahrradschloss ist absolut neu, Herr Siebert. Noch nirgendwo registriert. Und das Fabrikat? Er wird in etwa 140 Kaufhäusern angeboten. Allein bei uns sind 3 Kaufhäusern und in etwa 20 Fachgeschäften. Reizend. Simpel. Aber nicht dumm. Haken Sie es mal fest. Und jetzt mal die Mütze. Nehmen Sie mal meine Brille. Fabelhaft. Bis auf den Bart. Jetzt wird uns jeder Zeuge sagen, ja, genau so sah er aus. Und keiner sagt uns, wie er wirklich aussah. Riecht hier wieder nach Fisch. Fisch darf nach Fisch riechen. Das ist natürlicher, als wenn Kriminalkommissare nach Pfeifentabak riechen. Ich hasse Fisch. Hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie ein Ekel sind? An dem ganzen Fisch hörte sie doch nur, dass der Hoff ihn gefangen hat. Ach, Unsinn! Und wenn der Fischen fährt, dann fängt der auch was. Aber wenn Sie einen Bankräuber jagen sollen... Ja, danke. Danke. Frau macht mich rasend. Wenn Hoff fischen geht, dann weiß er auch, wo seine Fische stehen und wann sie beißen. Na. Aber Bankräuber, die werden nicht in Teichen gehalten. So ein schönes Ding. Ihres? Ihres. Ihr alter Flammenwerfer, der tut's da längst nicht mehr. Was denn? Sie wollen das doch nicht schenken. Warum? Kleine Freude kann doch nicht schaden, wenn man Trabel hat. Danke. Halb so gut. War ja nicht drin. Ist das nicht rührend, wie die beiden nebeneinander liegen? Hm. Wie ein altes Ehepaar. Dann geben Sie es doch zu, Siebert. Den Bankräuber werden Sie nicht schnappen, ne? Vielleicht diesmal nicht, aber sicher beim nächsten Mal. Sind Sie sicher, dass sich das wiederholen wird? Ganz klar. Der Mann hat seine Methode erprobt. Die war gut. Aber 30.000 sind schnell durchzubringen. Und dann... Der müsste ein Idiot sein, wenn er es nicht wieder versucht. Schmidtchen. Morgen, Herr Hoff. Sagen Sie mal. Sie sieht man ja kaum noch hier. Tja, Schmidtchen, es ist nicht meine Schuld. Ursula schon im Hause? Klar, die ist da. Danke. Land des Lächelns muss mindestens 3 bis 4 Mal wegen Erkrankung ausfallen. Dafür nehmen Sie jetzt die Chenille-Inszenierung im Spielplan auf. Na, und die ist von der Maske her nur zu dritt zu schaffen. Und warum ruft mich der Herr Chef Maskenbildner nicht selber an? Schlechtes Gewissen vermutlich. Du, der hätte dir doch niemals gekündigt, wenn ich diese Sparmaßnahmen von oben wären. Jetzt spiele ich den Beleidigten und nimm diese Abende als Aushilfe mit, ne? Außerdem brauchst du es doch, oder? Klar brauche ich es. Na also. Du wirst auch immer fetter. Du, da hätte ich noch einen Job für dich. Hm? Sag mal, kennst du eine Gundi Garner? Den Namen schon. Die reist in literarischen Chansons. Vergewaltigt tote Dichter. Sie sucht jemand, der sie 3 bis 4 Wochen aufmöbelt. Für Gastspiel in Mannheim. Mannheim? Mhm. Hm.
Es wäre mal was anders. Über mein Make-up habe ich ganz präzise Vorstellungen. Keine nostalgischen Schminkmädchen. Sie müssen mich als Typ zurecht machen. Klar? Völlig klar. Oh. Über Spesen und Gage müssen Sie sich mit Herrn Wuttig unterhalten. Er macht das Geschäftliche für mich. Und wenn wir in Mannheim gut ankommen... Natürlich kommst du an, Kind. Dann können Sie gleich mitkommen auf Tournee. Vorausgesetzt, wir kommen miteinander aus. Trink aus, Robby. Wir müssen um 4 im Rundfunk sein. Bis dann. Sagen Sie es nicht, Frau Hanna. Ich kann es mir sehr gut selber sagen. Mit 47 Jahren male ich ehrgeizige Nutten an. Karriere. Mich geht es ja nichts an, aber wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Wollen Sie sich doch mal was anderes versuchen? Ich möchte das abholen, bitte. Ich lese hier gerade, die Geldscheine waren nicht nur präpariert, sondern auch in den Seriennummern registriert. Unter uns, es war ein Bündel 100-Markscheine. Die lagen da schon 18 Monate. Ob die Chemikalien überhaupt noch wirksam waren? Morgen früh also hauen Sie ab. Hat er doch vorhin gesagt. Das gefällt mir aber gar nicht. Zum Billard wird er schon wieder zurück sein. So groß ist die Entfernung ja nicht. Macht 23. Und diese beiden hier. Gibt's hier eigentlich noch andere Straßen nach Mannheim? Wieso? Hier kommen Sie doch direkt hin. Ja, das ist mir zu direkt. Ich habe Zeit, wissen Sie. Ich möchte ein bisschen Landschaft sehen. Pension Ramona? Ja, Herr Hoff ist eingetroffen. Ich verbinde. Herr Hoff, Gespräch für Sie. Tag, Fräulein Garner. Ja, ungefähr vor einer Stunde. Warum können Sie nicht da wohnen, wo wir alle wohnen? Es würde nur die Zusammenarbeit erleichtern. Wir sind schon in der kleinen Bühne. Seien Sie um 4 hier. Ein bisschen rum, raus aus der Innenstadt. Ja, bitte sehr. Danke.
Wirklich was weg. Ist ja fantastisch. Ihr Haar ist ganz prima, Fräulein Garner. Sagen Sie Gundi zu mir, alle nennen mich so. Okay. So, na dann wollen wir mal. Sehen Sie? So sollten Sie auftreten. So, die ganzen Scheißperücken einfach vergessen. Dieses Programm ist äußerst wichtig für mich. Ich muss viele Seiten zeigen. Viele Seiten oder viele Perücken? Werden Sie nicht frech. Bis übermorgen möchte ich die Perücken tiptop haben. Auch wenn ich sie nur mal ausprobiere. Gut. Was mache ich dann zu Hause in Karlsruhe? Sie bleiben nicht hier? Ich musste ab und zu mal Billard spielen. Nochmal die Rohrzange. Die Rohrzange. Sofort. Danke. Ich komme mir vor wie eine Operationsschwester beim schwierigen Eingriff. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Ich denke nicht daran, wo Sie sich gerade von Ihrer nettesten Seite zeigen. Moment mal, wie meinen Sie denn das? Wie ich es sage, wo gibt es denn heute noch Männer mit praktischem Talent? Läuft das wieder? Ja, ja, das läuft wieder. Komme ich jetzt ein Whisky? Nach dem Stundentarif für Installateure bekämen Sie jetzt 6,5 Doppelte. Sie hätten Mechaniker werden sollen. Bitte. Dankeschön. Ja, ich wäre gerne Handwerker geworden. Da kann man die Dinge alle genau berechnen. Da stimmt alles. Passt alles. Ein Blockhaus würde ich gerne bauen. Von einem Stück Land, das mir gehört. Drinnen mit allen Schikanen. Alles selbst gemacht. Herd, Kamin, die Schränke. Siebert? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie träumen können. Danke. Ein Allzweckmesser. Zweimal Handschuhe. 5 Meter Abdeckfolie. Ein Pinsel. 2x Schwämme. Das wär's? Ja, danke. 72,30. Können Sie mir das in einen Karton packen? Geht das? Das ist sehr schön, ja. Ich weiß, Sie mögen den Hof mehr. Stimmt's? Ach. Ja, ja. Er hat was, was ich ihm nicht habe. Unsinn. Nach dem zweiten Doppelten haben Sie das auch. Verstopfter Ausguss oder eine kaputte Kaffeemaschine, das ist mein Hobby. Und das bringe ich dann auch. Dem Hof, dem reicht so etwas nicht. Eine ehrgeizige Ziege, die von einem späten Playboy finanziert wird. Nee, den Job kann ich wirklich nicht als Erfolg bezeichnen. Und Sie? Ich kann auch keine Erfolge melden. Die Fahndung hat zu nichts geführt. Bleiben Sie länger hier? Nur noch morgen. Zum Abend muss ich wieder nach Mannheim.
Sie hier sein und mich zurechtmachen für einen Empfang? Und wie spät ist es jetzt? 7:30. Und wie sehe ich aus? Sie werden von mir bezahlt und haben für mich da zu sein, verdammt nochmal. Wo sind meine Perücken? Hier. Was soll denn das heißen? Ich kündige. Und weshalb kündigen Sie? Macht mir keinen Spaß mit Ihnen. Aber trotzdem, viel Erfolg. Bitte machen Sie mir die Rechnung fertig. Ich muss abreisen. Ja, aber Sie wollten doch 3 Wochen bleiben. Hat sich anders ergeben. Ist das eine sichere Hand? Ab 1 Promille bin ich immer am besten. Sagte der Autofahrer zum Verkehrspolizisten. Die Herren. Na, wie steht das Spiel? Was denn? Schon zurück, Herr Hoff? Ja, morgen ist Freitag. Sind wir doch zum Frühstück verabredet. Entschuldigen Sie. Ich mache für Sie weiter, Herr Siebert. Ja, ist gut. Was ist denn los? Die Sache in Mannheim. Aber das haben Sie doch vorausgesehen. Na ja, schon. Aber nicht so bald. Ich wollte den Kram hinwerfen. Und jetzt war es Sie. Wissen Sie was, Siebert? Heute möchte ich mich so richtig zeigen. Wenn es Ihnen hilft, mache ich mit. Hm? 2 Bier für Doppelte. Aber Ihr Wagen steht ja gar nicht hier. Um die Ecke in einer Seitenstraße steht er. Hier war nichts mehr frei. Sagen wir morgen um 1 Stunde später. In Ordnung. Und gute Nacht, Herr Siebert. Gute Nacht. Ja? Und machen Sie sich keine Sorgen. In Ordnung. Thank you.
Ja, Herr Wachtmeister? Ich muss Sie um Ihre Hilfe bitten. Sie sehen einen Verkehrsunfall, die Frau da ist verletzt. Ich bin in großer Eile. Ich muss dringend nach Mannheim. Zuerst müssen Sie mit meinem Kollegen die Frau zum Krankenhaus bringen. Das tut mir leid, aber ich muss hier mit dem Streifenwagen bleiben und die Unfallstelle absichern. Selbstverständlich. Schön. Hinter der Brücke bitte links abbiegen. Links. Hoffentlich finde ich noch mal auf meinen Weg zurück. Es tut mir leid. Die Umstände. Ist es denn noch weit? 20 Kilometer. 20 Kilometer. Alles Gute für Sie. Danke vielmals. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Schon. Ich wollte doch noch seinen Namen. Lassen Sie nur, ich habe die Wagennummer notiert. Die Geldsäcke waren gerade geliefert worden. Aber als ich sie ihm gab, tat er ganz
ganz fassungslos ausgesehen. Was haben Sie gesehen? Ja, der hatte ein Auto. Ja, was für ein Auto? Opel Kadett, schwarz-weiß. Ja, was war schwarz? Die Motorhaube und der Kofferraum. Haben Sie so etwas vom Kennzeichen? Kennzeichen? Nee. Bitte als einschreiben. Dafür ist es zu schwer. Vielleicht als Wertpaket? Dann als Wertpaket, bitte. Vor 2 Stunden hat unser Mann in Mannheim dasselbe Ding gedreht. Alles stimmt überein. Die Waffe in der Tüte, das Fahrradschloss, der Mantel, der Pullover. Die Kripo Mannheim ermittelt noch, aber wir bekommen sofort Bescheid. Sie sollten so bald wie möglich kommen. Ihr Schwein. Nur wenn ich einen freien Vormittag habe. Oh. Guck mal, was der macht. Nanu, dass Sie schon auf den Beinen sind. Ist mir auch ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Morgen, Frau Hanna. Morgen. Wir müssen ja gestern geschluckt haben, wie die Kanalisation. Oder auch nicht. Sie haben doch gesehen, was wir vernichtet haben. Gerochen habe ich es auch. Welches Ferkel hat mir eigentlich den Himbeergeist in dieses Ding geschüttet? Das Ferkel war ich. Bitte um Entschuldigung, Frau Hanna. Ich konnte gestern einfach nichts mehr vertragen und wollte doch den guten Siebert nicht kränken. Na ja, dann habe ich es heimlich weggeschüttet. Feine Methoden. Hm. Woher waren Sie denn dann so blau? Ja, ich habe ja unterwegs schon. Frau Hanna. Ich habe eine große Bitte an Sie. Kein Wort davon zu Siebert. Der wäre sonst tödlich beleidigt. Hm? Also gut, es bleibt unter uns. Ja, danke. Sie haben ihn, oder fast. Er ist bei Rot über die Kreuzung und die Verkehrskamera hat ihn geknipst. Die anderen Abzüge werden getrocknet. Geben Sie das sofort im Computer ein. Die Kollegen in Karlsruhe wird es besonders interessieren. Was liegt denn da hinten im Wagen? Dass Sie schon hochgefunden haben? Ich bin hochgefunden worden. Heute Morgen hat es in Mannheim einen Bankraub gegeben. Circa 2,5 Stunden. Tatsächlich? Und gestern Morgen bin ich noch da gewesen. Naja. Dieselbe Methode wie hier. Ach, mein Tabak, den haben Sie mir auch schon besorgt. Vielen Dank. Bitte. Ich glaube, der Rest, der reicht gerade noch für eine Pfeife. Kaffee, Herr Siebert? Wie? Nein, danke, nein. Ich muss jetzt gehen. Also dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Wiedersehen. Aber Sie bleiben doch noch. Klar, Ihr Tee ist so gut. Könnte glatten Rum vertragen. Sind diese Bäcker von Ihnen? Natürlich. Das hat der Bekannte heute Morgen bei mir gekauft. Aber was soll das leere Päckchen? So trockenen Tabak habe ich noch nie geraucht. So?
Das ist nicht von mir. Was, nicht von Ihnen? Dieses Preisschild. Das gibt's nur im Kaufhaus. Ich brauch sowas nicht. Ich kenne meine Preise. Danke. Das Foto wird uns übersandt. Nummernschilder sind geklaut. Die stammen von einem Wagen, der bei Wiesenthal von Spaziergängern abgestellt wurde. Dieses Wiesenthal liegt zwischen Karlsruhe und Mannheim. Und jetzt kommt das Tollste. Der Kerl hat diesmal fast 1 Million erwischt. In unregistrierten Tausendern. Das ist, gut verpackt, so ein kleines Paket. Wie praktisch für den Herrn. Modell und Jahrgang sind klar. Wir halten eine Liste von allen Kfz-Haltern, die für uns in Frage kommen. Schwarz-Weiß-Lackierung hat es allerdings serienmäßig nie gegeben. Das ist entweder ein Amateuranstrich oder eine Maskerade. Maskerade. Und? Kommen Sie weiter? Die in Mannheim nicht. Ich schon. Sie haben eine Spur? Ja. Seine Handschrift, wie wir sagen. Er fuhr übrigens denselben Wagen wie Sie. Nur in Schwarz-Weiß. Meiner ist ganz weiß. Eben. Das ist seine Handschrift. Wissen Sie, was er erwischt hat? Wie soll ich? 1 Million. Wo haben Sie eigentlich meinen Tabak gekauft? Vor 2 Wochen. Ihren Tabak? Ich glaube im Kaufhaus. Oder im Supermarkt. Warum? Ach, nur so. Sie sagten, Sie kennen seine Handschrift. Wie ist die? Maskerade. Immer wieder Maskerade. Spielen wir lieber morgen Abend weiter. Samstags gehe ich angeln. Das wissen Sie doch. Moin, Herr Siebert. 90 Pfennig Nachbeutel, bitte. Ach, natürlich. Meine Tochter, die spart immer beim Motto. Bitte. Das ist schon gut. Ganz schön schwer. Für Herrn Hoff. Ja, ja, ich sehe schon. Danke, wiedersehen. Wiedersehen.
Rom. Das ist eine Menge Geld. Bestimmt. Kennen Sie die Zollvorschriften? Kenne ich. Sie auch? 20 Mark 10. Direkt mal wohltuend, dass Sie nichts gefangen haben. Man kann nicht immer Glück haben, Frau Hanna. Ich denke mir, Sie hatten doch eine Menge Glück. Beruflich nur Pech. Trotzdem haben Sie keine Angst vor der Zukunft. Tja, nun, Sie wird. Einen neuen Anfang kann man immer machen, wenn nicht hier, dann da. Wo ist das da? Ich will es mal in Rom versuchen. Ich kenne ein paar Leute, denen der Anschluss in Cinecittà recht gut geglückt ist. Und das soll bald geschehen? Sehr bald. Ich kann hier einfach nicht mehr rumsitzen. Die Wohnung geben Sie auf? Kleine Ablösung. Für die Möbel kriege ich bestimmt. Wollen Sie denn alle Brücken abbrechen? Muss ich wohl. Ich fühle mich einfach noch nicht alt genug, um hier zu versacken. Dann bleibt uns beiden wohl nicht mehr viel Zeit, was? Wozu? Zum Spielen. Komplimente auf. Ihren Mut zum Risiko. Den hätte ich auch gerne. Ende der Philosophiestunde. Sticks sind fertig. Hier muss es sein. Hoffentlich kommen wir nicht ungelegen, Alfons. Töte mir nicht den Nerv und komm. Ich habe meine Vasen bereits eingepackt. Wie Sie sehen, bin ich mitten im Umzug. Siehst du, wir stören Herrn Hoff. Und dabei wollte ich ihn nicht noch einmal zur Last fallen. Ich wollte mich nur bedanken, auf, weil Sie meine Frau doch vor 14 Tagen ins Krankenhaus gefahren haben. Es war das Schlüsselbein, wissen Sie? Ah, das Schlüsselbein. Und hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Danke. Wissen Sie, Herr... Möller. Herr Möller. Für mich war das Ganze eine Selbstverständlichkeit. Deswegen hätten Sie sich nicht noch mal herbemühen müssen. Ja, das ganze Zeug muss ich jetzt nur in die chemische Reinigung schaffen. Und die Leute, die die Kartons abholen, die müssten eigentlich auch... Ah, das könnten Sie sein. Entschuldigung, bitte. Ja, Siebert. Darf ich mal reinkommen? Aber selbstverständlich. Wir gehen ja auch schon wieder, Herr Hoff. Und nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie meinetwegen in der Nacht einen solchen Umweg machen mussten. Hoffentlich sind Sie noch rechtzeitig hingekommen. Meine Frau hat gesagt, Sie waren so in Eile. Ja, danke, es hat noch wunderbar geklappt. War wirklich nett, dass Sie vorbeikamen. Wenn der Polizist nicht Ihre Wagennummer notiert hätte, hätten wir hier nicht gewusst. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank und Wiedersehen. Nehmen Sie Platz, Siebert. Dankeschön. Entschuldigen Sie, aber... Wer war denn das? Ach, ich habe die Frau mal nach einem Autounfall zum Arzt gefahren und jetzt kreuzt die hier auf. Ich wollte Ihnen nur den zweiten Wohnungsschlüssel bringen. Danke. War der nicht in einem Briefumschlag? Den habe ich zerrissen und gleich unten gelassen. Ah ja, sehr gut. Sie werfen so viel Kleidung weg, oder?
Wenn Sie neu brauchen. Bin immer nur mit kleinem Gepäck gereist. Sagen Sie, wann sind Sie am Nachts nach Mannheim gefahren? Nachts? Nee. Wieso? Na so. Ja, guten Tag, mein Name ist Hoff. Gerhard Hoff. Ich wollte fragen, ob meine Flugtickets fertig sind. Scheiße. Sie brauchen sie ja nicht zu nehmen, Frau Hanna. Natürlich nehme ich sie. Es hat mir sowas von Nachlass, so als ob man jemand beerbt. Na, na. Ich lebe ja. Sie werden mir fehlen, Hoff. Sie werden mir auch fehlen, Hanna. Einen zum Abschied. Und einen auf dem Weg. Schreiben Sie mir? Sicher. Wenn ich weiß, wie alles läuft. Was rum? Ihr Passwort ist ohne Bart. Nach Rom ist das okay, aber in anderen Ländern könnten Sie Schwierigkeiten haben. Wenn es nur das ist, ich habe noch Zeit genug. Rasiere ich mir das Ding eben runter. Bis gleich. Passengers for flight number 11, Frankfurt, Hong Kong, please proceed to Customs Control. Die Fluggäste für den Flug Nummer 11 nach Frankfurt und Hong Kong werden zur Pass- und Zollabfertigung gebeten. Flug Nummer... Zwei Bier, bitte. Sie was? Ja. Gepäckkontrolle war negativ. Das habe ich erwartet. Warten Sie unten im Wagen. Ach ja, danke schön. So. Stimmt schon. Ja, Siebert. Das finde ich aber nett. Ist das Bier für mich? Ja. Wo ist denn Ihr Bart geblieben? Abrasiert, eben gerade. Der Beamte hat mir es geraten wegen des Passfotos. Nett, dass Sie mir Lebewohl sagen. Oder auf Wiedersehen. Warum starren Sie mich an? Ich frage mich, was in Ihnen vorgeht. Sie lächeln. Macht Spaß, mich ratlos zu sehen, was? Nein. Ehrlich nein. Ich mag Sie. Prost. Alter.
guter Spielpartner. Ich habe keine Beweise gegen Sie, aber ich werde dranbleiben. Und wenn ich welche gefunden habe, dann finde ich auch Sie. Armer Siebert, ist es denn wirklich so schwer, einen Misserfolg zu verkraften? Hören Sie, glücklich, dass Sie es geschafft haben. Was? Ach, du, der letzte Aufruf. Ja, ich glaube, es wird Zeit für mich. Ja, ja, natürlich. Also dann, leben Sie gut. Na, noch was. Den Kommissar, den haben Sie vielleicht hereingelegt. Aber der Billardkumpel, der muss Ihnen sagen, Sie imponieren mir. Machen Sie es gut, alter Freund. Machen Sie doch kein solches Gesicht, Hoff. Hm? Sie haben es doch vielleicht geschafft. Hm? Diese Partie ging glatt an Sie. Sie waren immer ein guter Verlierer. Hast du was rausgekriegt? Was? Nein, nichts. Glauben Sie, dass er in Rom bleiben wird? Sicher nicht. Morgen, Frau Hanna. Morgen, Herr Siebert. Scheiß Wetter heute. Von wem ist denn diese Karte? Von Hoff. Was? Das Gekraxel kann ja kein Mensch lesen. Und jetzt habe ich noch meine Brille zu Hause vergessen. Würden Sie es mir bitte vorlesen? Liebe Hanna, lieber Siebert. Habe es in Rom nicht lange ausgehalten. Hier ist es wunderschön. Hier lässt es sich leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich einmal besuchen würdet. Überlegt es euch. Flug und Aufenthalt bezahle selbstverständlich ich. Schreibt rechtzeitig, damit... Also das ist ja eine Frechheit. Aber verlockend, finden Sie nicht? Thank you.